Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Slim Shady LP von Eminem. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, so natürlich auch die Links zum Album, zu dieser Vinyl und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Slim Shady LP von Eminem aus dem Jahr 1999. So sieht das Ganze aus. Wir werden das mal aus der Folie befreien und dann im Detail ansehen. Gut, wir öffnen am besten hier an der Seite. Naja, gar nicht so einfach. So, aber jetzt. So, jetzt einen Punkt finden, wo es am besten einzustechen war. So, also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier so eine schwarz-dunkle, ja, schwarz-violett-dunkle Atmosphäre, relativ düster das Ganze. Einen riesigen Mond sehen wir hier, einen verlassenen Steg, ein Auto und zwei Personen hier an diesem Geländer stehen. Einmal ist das der Interpret selbst mit seiner kleinen Tochter. Und dann haben wir hier noch einen, ja, wahrscheinlich einen Herrn, der hier in diesem Kofferraum liegt. Dürfte wohl getötet worden sein von diesem jungen Mann hier, vom Künstler persönlich. Unten lesen wir The Slim Shady LP. Und dann haben wir oben rechts noch den Verbraucherhinweis Parental Advisory Explicit Content. Das Cover sollte den meisten bekannt sein. Dann hatten wir hier auf der Rückseite noch stehen Eminem, The Slim Shady LP. Und dann hier noch die Infos Aftermath Entertainment, beziehungsweise, ich hoffe, man kann es lesen, Interscope Records. Bevor wir zum Inhalt kommen, schauen wir uns noch kurz die Rückseite an. Also, hier haben wir nochmals den Interpreten Eminem, oben ohne, mit den Händen über dem Kopf. Barcode links oben. Und dann haben wir hier die Tracklist abgedruckt. Wir haben hier 20 Tracks an der Zahl. So sehen die aus. Sieht so aus, als wäre das irgendwie mit Schreibmaschine aufgedruckt worden. Heftiges Design. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Also, von innen das Ganze natürlich in weiß. Klassisch. Und dann kommen uns hier zwei Vinyls entgegen. Wir haben einmal diese hier, klassisch in schwarz, das Slim Shady LP. Das ist in dem Fall jetzt die B-Seite. Drehen wir mal kurz um auf die A-Seite. Also, das ist dann die A-Seite. Da haben wir dann die ersten 5 Tracks aufgelistet. Dann haben wir, wenn wir das Ganze umdrehen, natürlich die B-Seite. Ebenfalls wieder 6 Tracks in dem Fall. 6 Tracks. Das Ganze in diesem weißen Papier hier. Von beiden Seiten weiß. Und dann haben wir noch eine zweite Vinyl, die so aussieht. Also, hier haben wir die C-Seite mit 4 Tracks in diesem Fall und dann die D-Seite nochmals mit 5 Tracks. Ergibt dann insgesamt 20 Stück. Und auch diese Vinyl wieder in weißem Papier eingepackt. So, dann werden wir das Ganze mal wieder verstauen. Aber bevor wir das tun, fassen wir noch einmal kurz zum Abschluss zusammen, was sich alles darin befindet. Also wir haben diese Doppelvinyl, diese zwei Vinyls, A, B, C und D-Seite. Wir haben insgesamt 20 Tracks in dieser Vinyl-Edition von der Slim Shady LP
aus dem Jahr 1999. Es war ja das zweite Album. Das erste Album war damals ja Infinity, das Debütalbum. Aber mit dem Album dann so richtig bekannt geworden, der gute Mann. Ja, das war's für heute. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eminem unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.